Zellbezüge spielen in Excel eine entscheidende Rolle, sobald man mit Formeln arbeitet. In diesem Video sehen wir uns den Unterschied zwischen relativen, absoluten und gemischten Zellbezügen an. Dafür habe ich ein kleines Beispiel vorbereitet. Wir möchten die Einnahmen einer Kinokasse berechnen. Jede Zelle in einem Excel-Arbeitsblatt ist durch einen eindeutigen Bezug gekennzeichnet. Das sind der Buchstabe der Spalte und die Zahl der Zeile. Wie teuer ein Ticket in unserem Kino ist, steht beispielsweise in Zelle B2. Wir gehen davon aus, dass die Tickets in unserem Kino alle 5 Euro kosten. Um die Einnahmen für einen Film zu berechnen, multiplizieren wir die Zelle, in der die Anzahl der Besucher steht, mit dem Ticketpreis. Ihr könnt die benötigte Zelle entweder über die Tastatur direkt eingeben oder mit der Maus auswählen. Ein Doppelklick in die Ergebniszelle zeigt, dass wir wirklich eine ganz simple Multiplikationsformel verwendet haben. Excel hat dabei automatisch relative Bezüge verwendet. Natürlich müssen wir die Formel nicht manuell für jede Zeile neu eingeben. Wenn wir die Zelle auswählen und mit der Maus über die untere rechte Ecke fahren, ändert sich der Mauszeiger in ein kleines schwarzes Plus-Symbol. Jetzt können wir die Formel mit gedrückter linker Maustaste nach unten ziehen. Aber wieso funktioniert das jetzt nicht so, wie wir es wollten? Ganz einfach. Wenn wir per Doppelklick nachgucken, was in der nächsten Zelle passiert, sehen wir, dass auch der Zellbezug auf den Ticketpreis verschoben wurde, da relative Bezüge verwendet wurden. Wir brauchen also absolute Bezüge. Also nochmal von vorne. Ein absoluter Bezug bezieht sich in einer Formel immer auf eine bestimmte Zellposition. Hier also B2. Um einen absoluten Bezug einzufügen, setzen wir ein Dollarzeichen vor den Buchstaben der Spalte und ein weiteres vor die Zahl der Zeile. Wenn sich die Position des Ticketpreises ändert, bleibt der absolute Bezug gleich. Noch wichtiger, wenn wir die Formel wie zuvor nach unten ziehen, dann wird der absolute Bezug nicht angepasst. Gleichzeitig nutzen wir immer noch einen relativen Bezug für die Besucherzelle. Diese wandert also, wie gewünscht, mit nach unten. Wir erhalten somit genau die korrekten Einnahmen für jeden Film. Und was sind jetzt genau gemischte Bezüge? Ein gemischter Bezug hat entweder eine absolute Spalte und eine relative Zeile oder andersherum, also eine relative Spalte und eine absolute Zeile. Aber was bedeutet das genau? In unserem Beispiel würde es ausreichen, wenn wir das Dollarzeichen nur vor die Zeile setzen. Denn, da wir die Formel nach unten ziehen, bleibt die Spalte ohnehin gleich. Wir können die Formel also modifizieren zu gleich B5 mal C$2. Wenn wir die Formel wieder durch Ziehen in die darunterliegenden Zeilen kopieren, sehen wir, dass wir das korrekte Ergebnis erhalten. Ein Doppelklick auf die Zelle zeigt uns die korrekte Formel an. Hätten wir hingegen einen gemischten Bezug mit absoluter Spalte und relativer Zeile verwendet, wären wir genauso gescheitert wie am Anfang. Also schnell wieder zurück. Und das war es auch schon zu den verschiedenen Zellbezügen in einem Excel-Arbeitsblatt.